Ja, also ich bin der Ben. Ich bin von bummel.at da. Das ist eine Website, die ich gemacht habe, eben um einfach lokale österreichische Händler zu unterstützen während der Corona-Zeit. Und ja, das war praktisch so eigentlich als Gag gedacht, als Reaktion auf das Ganze mit Kauf aus Österreich, was da passiert ist. Ja, also, ich wollte gerade sagen, genau. Die Idee erinnert mich an Kauf aus Österreich. Genau. Ja. Und das war praktisch einfach so scherzhaft gedacht, dass ich einfach geschaut habe als Programmierer, ob ich da irgendwie was Cooles draus machen kann. Und also das Ganze ist wirklich aus einem Gag dann zu was Ernstem geworden? Ja, genau, sozusagen. Jetzt braucht natürlich so eine Website, die man programmiert, natürlich auch Aufmerksamkeit. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich der Grund, warum du dir gedacht hast, ich steige da auch in den Cashcam. Genau. Oder? Ja, also es ist sicher ein großer Marketingaufwand, sowas erstmal bekannt zu machen. Also braucht man einfach die Aufmerksamkeit, dass man so einen Marktplatz etablieren kann. Mhm. Und wenn du jetzt, es geht ja um 4.000 Euro, wenn du die kriegst, wo genau siehst du die? Ja, also vor allem, dass man das Ganze irgendwie bekannter macht. Mhm. Auch, dass man vielleicht weitere Händler ins Boot holt. Du hast ja einen besonderen Familienkontext, weil du wohnst ja daheim. Genau, richtig. Voll. Ja, das heißt, deine Eltern unterstützen sich auch in dem, was du machst. Voll, also ich habe das große Glück, dass ich praktisch so viele liebevolle Menschen um mich habe, die mich irgendwie in allen Ideen, die ich so habe, unterstützen. Und wie heißt die Website nochmal? Bummel.at. Also kommt praktisch von dem, wenn man bummeln geht und einkaufen geht. Mhm. Das war so die Idee dahinter. Ja. Ah ja. Sehr cool.